Willkommen zurück bei Let's Play The Last Remnant. Ja, als letztes sind wir von dem Marquis von Aslim und seinen vier Generälen nach Aslim begleitet worden und einer von denen sagte, wir sollen uns mal mit dem Barkeeper unterhalten und da stehen wir. Willkommen in der Ära des Kriegers. Hallo, ihr kommt mir nicht bekannt vor und glaubt mir, ein Gesicht wie eures würde ich nicht vergessen. Neuen Aslim? Zu eurer Info, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt direkt zu mir. Ich kann euch eine persönliche Führung geben. Was? Ihr wollt euch mit Lord David treffen? Nun, er empfängt Besucher in der Burg Aslim ein Stück weiter in die Stadt rein. Allerdings kann nicht jeder dort reinmarschieren und eine Audienz bekommen. Für jemanden so süßen wie euch könnt ihr natürlich eine Ausnahme machen. Ist der Barkeeper schwul? Cool. Ihr findet ihn lustig. Ich mag den Typen jetzt schon. So. Ah, ich bin nicht wirklich redselig von den Leuten hier. Dann gehen wir mal zur Gilde, weil hier gibt es auch eine. Und zwar könnt ihr da Söldner anheuern. Allerdings noch nicht jetzt. Aber trotzdem gehen wir mal reinschauen. Die Gilde der Goldene Helm. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an WoW. So, meine Freunde. Dies ist eine Gilde. Es tut mir leid, aber der Verantwortliche ist derzeit nicht hier. Versucht es später nochmal. Okay. Somit hätten wir hier nichts mehr zu tun. Ich habe mich ausgerüstet, ich habe Items gekauft. Dann waren wir in der Bar und noch... Jo, das heißt... Zip. Wir rennen mal zu Burg Aslim. Weil uns David hier erwartet. Und unseren lieben David wollen wir ja nicht enttäuschen, nicht wahr, Madame und Monsieur? Na, dann sehen wir mal, was sie von uns wollen. Young Master, Rush Sykes has arrived. Did you learn anything about Arena? Pagus. I am Pagus, one of the four generals of Athlar. As for Miss Arena, I regret to say that we have yet to uncover any new leads. Nevertheless, we have learned two interesting facts. One, some suspicious types were spotted escorting a young girl to the Gaslyn Cave. That's gotta be. And the other thing? We've also received reports of nocturnal activity near the Robelia Castle ruins. The ruins have long been a den for petty thieves. What's to say this is any different? Not what? Who? A trusted source informs me that Athlumian soldiers have been seen leaving the ruins. That certainly is interesting. Hey, thanks, Pagus. I'll go check out those two places right away. Not so fast, Rush. My generals shall accompany you there. Maintaining the peace and stability of Athlum is our duty. We cannot stand idly by while she is threatened. What's more, Master Rush is the son of the world-famous Remnant researchers. Naturally, we will do our utmost to aid such an important family. My apologies. We had your background checked. I'm used to it. Having famous parents isn't all bad, you know. It's all right, Emma. Go ahead. Yes, my lord. I was able to contact the Academy branch in Cellapalais. I informed them that we will be taking care of Rush. You talked to the Academy? That's a relief and a half. I'd given up trying to get in touch with them. I mean, it's like shouting at a brick wall. It is a group prone to secrecy. You're a lifesaver, Emma. Still,
It's uncertain when or if the message will get to the headquarters in Illusion. Of course it will. Come on, my sister was kidnapped. Even the Academy suits wouldn't keep that from Mom and Dad. Bear in mind, the Sykes are presently involved in top-level research. It may take some time for them to respond. Until then, I will assist you by any means necessary. Sounds good to me. Jo, dann sieht's so aus, als haben wir jetzt zwei Ziele. Und die werden wir natürlich gleich abchecken gehen. Würde ich mal spontan behaupten. Viele junge Frauen sind bei den Gaslin-Höhlen verschwunden. Zur selben Zeit ist eine zwielichtige Gruppe bei den Robelia-Ruinen gesehen worden. Was wirst du zuerst untersuchen? Ich weiß noch, dass die Robelia-Ruinen extrem schwer waren, deswegen würde ich euch die Gaslin-Höhlen empfehlen. Wenn ist das also deine Entscheidung? Jo. Die Höhlen also? Dann geh, Blockta wird dich begleiten. Auf geht's, Rush. Blockta, yay. Bitte, bitte. Okay. Dann gehen wir mal ein paar Monster verprügeln und Mädchen retten, so wie ein echter Held. Obwohl wir eigentlich nur ein Sohn eines Forscherpaars sind. Gaslin-Höhlen. Vor vielen Jahren wurde während einer Reihe von Erdbeben eine gewaltige Höhle entdeckt. Sie ist noch immer nicht vollständig erforscht. Okay, hört sich gut an. Dann hauen wir mal rein. Und ich liebe diese Autosave-Funktion. Wow, hier sieht's cool aus. Hör zu, Rush. Du kannst die Oberhand behalten, wenn du Schlachten auslöst, anstatt in einen Hinterhalt zu geraten. Ja, ich weiß. Und es ist immer gut, so viele wie möglich gleichzeitig zu bekämpfen. Warum? Das klingt gefährlich. Je höher das Risiko, desto größer die Belohnung. Darum. Was meinst du? Soll das heißen, was meinst du? Schau, probier es einfach, okay? Gehen wir. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Hier ist eine Karte von der Gegend. Jetzt hast du keine Ausrede, dich zu verlaufen, klar? Also los jetzt. Okay, Block da ist kurz angebunden. Je mehr Monster in einem Kampf bekämpft werden, desto größer ist die Aussicht auf Belohnungen. Es ist zwar mit mehr Risiko verbunden, kann aber auch unerwartete Belohnungen einbringen. Ja. Damit kann ich mich anfreunden. Aber es sieht so genial hier aus. Tierchen mit so einem Zeichen über dem Kopf greifen euch nicht an. Ja, ich hole mir natürlich alle Beile. Na, wie gesagt, die greifen euch nicht an, es sei denn, ihr provoziert sie mit diesem... diesem RT-Gedöns, das Akro-Ziehen. Die Monster hier können Schläge nicht gut ab. Solange also jeder physische Angriffe einsetzt, sollte es glatt gehen. Ich bin ja auch noch da. Versuchen wir es einfach. Alles klar, auf geht's. Wenn du deinen Truppen physische Angriffe befiehlst, greifen sie mit ihren ausgerüsteten Waffen an oder mit Kampfkünsten. Du kannst abhängig von deinem Kampfstil unterschiedliche Kampfkünste lernen, also probiere verschiedene Kombinationen und schau, was passiert. All it claw. Was, blockt er es ganz alleine? Ach, mit denen bin ich in einer Gruppe, okay. It's you and me then. Juhu. Ja, die hauen rein. Smash him from the side. Verdammt, jetzt habe ich's. Ich vergesse es jedes Mal. Kritische Treffer. Während des Kampfes erscheint manchmal eine Trefferchance. Während einer Trefferchance erhältst du kurzzeitig die Möglichkeit, eine bestimmte Taste auf dem Controller zu drücken. Ein rechtzeitiger Tastendruck landet einen kritischen Treffer, der dir einen wichtigen Vorteil im Kampf verschafft. Während du angreifst, löst du eine erfolgreiche Trefferchance einen kritischen Angriff aus. Dies veranlasst den nächsten Verbündeten schneller als sonst zu agieren. Wirst du angegriffen, starten erfolgreiche Trefferchancen eine kritische Abwehr. Dies kann einen einfachen Block zu einem Schildschlag oder einem Ducken zu einem Gegenangriff werden lassen. Wenn dir das Timing zu schwierig erscheint, kannst du kritische Treffer im Einstellungsmenü auch auf automatisch stellen. Flankenangriff. Wird ein Verband in einer Blockade von der Seite angegriffen, nennt man dies Flankenangriff. Es ist möglich, von zwei Verbänden gleichzeitig flankiert zu werden. Verbände, die Flankenangriffe ausführen, erteilen zusätzlichen Schaden. Das ist gut zu wissen. Aber ich werde das, glaube ich, auf normal stellen. Also auf automatisch.
Bam. Naja, die Viecher sind halt noch sehr schwach, aber ist ja klar, wir sind ja noch ganz am Anfang. Sieg! Fliegenstachel, Fliegenhülle. Okay, aus diesen Komponenten, mit denen könnt ihr eure Ausrüstung verbessern nachher, später. Naja, nachher nicht, später. Okay, ich mach das auf automatisch, weil... Vergesst es. Ich schaff das nicht. Die Warnung mit der Blockade lasse ich auch, sonst mache ich Mist. So, sehr schön. Wunderbar, wie Dake immer sagt. Let's do this. Haha. Skorpionviecher. Die sind sehr stark für den Anfang, also passt auf. Blockter kann nur angreifen, Angriff mit Kampfkünstler. Das heißt, die müssten sich eigentlich in der Blockade befinden. Oh nein, verdammt. Au. Wie gut, dass ich automatisch Drücken eingestellt habe. Es trifft nicht immer. Aber wenn ich es machen würde, wird es noch viel weniger treffen. So. Zudem gibt es auch noch was. Und zwar könnt ihr manchmal Monster im Kampf sammeln, die ihr verkaufen könnt oder zerlegen könnt. Wenn ihr sie zerlegt, habt ihr eine gute Chance, hochwertige Komponenten zu bekommen oder seltene. Aber ihr müsst euch immer gut überlegen, ob ihr sie zerlegt oder ob ihr sie verkaufen wollt, weil Geld kann man hier nicht genug haben in diesem Spiel. Und naja, ist mit viel Aufwand und Training verbunden. Let's do this. Ah. Oh nein, bitte nicht. Wie gut, dass ich nicht alle drei gezogen habe. Wieso kann er keine Spezialattacke? Ich finde das doof. Come on, let's kick some ass. Naja, egal, das Viech stirbt eh. Nein! Warum? Oder so. So geht's natürlich auch. Ah, Fliegenhülle. Und glaubt mir, ihr braucht teilweise echt massig viele Komponenten. Let's do this! Dann hole ich mir den noch. Ich habe nämlich keine Lust auf die beiden Viecher in einer Gruppe. Das sind dann Hordenkämpfe. Und ja, ich weiß viel darüber. Ein Freund hat's gespielt und hat mir dann erzählt, wie es so läuft. Gut, dann machen wir das mal so. Come on, let's kick some ass. You okay? What? One hit? Komm, Blockter, du machst ihn platt. Bitte, bitte. Nein! Mann! Warum nicht gleich so? Stärke gestiegen. Genau, und hier gibt es nämlich auch keine Level. Ganz wichtig, in diesem Spiel gibt es keine Level. Sondern ausschließlich nur... Erhöhung von Attributen. Das heißt, wenn ihr einen Kampf gewinnt, könnten mal LP steigen und AP, das sind die Aktionspunkte, mit denen ihr Spezialattacken vollführen könnt. Oh ja, genau, gleichen. Ja, genau, warum nicht? Wir haben ja sonst keine Hobbys, ne? Ich mache euch trotzdem fertig. Seht ihr? Ich hab's doch gesagt. Und ihr seht, hier kann jeder Gegner sehr gefährlich sein. Und die haben noch nicht mal was fallen lassen. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Okay. Ich glaube, ich werde den Part hier verlängern müssen, weil ich mich nicht mitten im Kampf abbrechen kann. Deswegen nochmal, machen wir heute mal 20 Minuten draus. Oh man, could it be that? What do you think you're doing? So you're that group then? The gang of thugs that's supposed to be running around, slave trading? Slaves?
Who the hell are you people? We don't have to introduce ourselves to the likes of you. Get ready. I'm gonna smash your faces in. Rush, you want a piece too? Oh yeah, bring it on. Whatever. It's your funeral. Get ready for a beatdown. Okay, dann machen wir den Boss platt, weil wir es können. Besiege die Sklavenhändler. Der mittlere ist der Boss, links und rechts sind seine Mitkämpfer. Die Mitkämpfer mache ich erstmal platt. Machen wir sie fertig. Bam, Blockade. Weil es ja so viel Spaß macht. Was? Das hat nicht gereicht. Ja. Ja, genau so, macht weiter. Wow. Das war viel Schaden. Blockadeintervention. Wenn ein gegnerischer Verband versucht, einen alliierten Verband zu blockieren, aber dabei selbst in eine Blockade gerät, wird dies Intervention genannt. Das gleiche Ereignis trifft ein, wenn ein alliierter Verband bei einem solchen Versuch aufgehalten wird. Wow, was bringt das? Okay, dann hauen wir den mal rein. Der Boss ist eigentlich relativ einfach. Ja, er macht noch sehr wenig Schaden für Rush. Aber das wird. Er ist ja noch ein Grünschnabel. Könnte man ihn schon nennen. Was kann der schon mal? Komm, mach ihn fertig. Yay! Yeah! Das war schon mal der erste Boss. Sweet. Teufelsbann gelernt. Und 630 Gold. Wow. Ich habe Geld bekommen. Ich bin nicht mehr so arm. Ist das schön. Gut. Was will er uns denn sagen? Deinem Gesicht nach zu urteilen, hast du deine Schwester wohl nicht gefunden. Angesichts dieses Ortes hier ist es vielleicht gar nicht so übel. Auf jeden Fall gibt es keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, richtig? Komm schon, lass uns nach Adlam zurückkehren. Ja, und ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was diese Kugel da ist. Das ist ein Teleporter. Transporter kann man überall auf der Welt finden. Eine Berührung kann dich auf die Weltkarte teleportieren, selbst aus den tiefsten Verliesen. Ja, das ist sehr praktisch. Erstmal noch aktivieren und dann müsste es funktionieren. Zurück zur Weltkarte. Jo, auf geht's. Dann gehen wir zur Weltkarte, da werde ich erstmal eine Runde speichern. Weil ich es einfach kann. Und danach werde ich noch ein bisschen trainieren in den Gaslinhöhlen. Aber das kann mir, glaube ich, keiner verübeln. Gut. Dann sehen wir uns dann demnächst wieder. Bis dann.